Einen Tag nach dem Großbrand in der Obländer Straße im Korbacher Ortsteil Rehna liegen die beiden Mehrfamilienhäuser in Schutt und Asche. Die Bewohner sind schockiert über das Ausmaß des Brandschadens. Fassungslos stehen sie vor der Ruine, die einst ihr Zuhause war. Weil die Gebäude einsturzgefährdet sind, hat die Feuerwehr das Gelände um die Häuser abgesperrt. Glücklicherweise ist bei dem Feuer nicht mehr passiert. Im Hinterhof der Häuser stand ein Gastank, der von den Flammen verschont wurde. Ein daneben parkendes Auto wurde von herabfallenden Trümmerteilen beschädigt. Die Deckards haben bei dem Brand alles verloren. Die junge Familie hofft nun, dass die Versicherung schnell reagiert und den Schaden reguliert. Wenigstens ein paar Spielsachen, die nicht in der Dachwohnung lagen, konnten die Eltern für ihre beiden Söhne mitnehmen. Die Familie ist jetzt erst einmal bei Verwandten untergekommen.